Heute sind nur noch diese Fahrzeuge unterwegs, hier im Bahnhof Handelskai. Seit Mitte der 90er Jahre sind der Typ T und die neuere Schwester T1 auf der heutigen U6 unterwegs. Die Stadtbahn verläuft zum Teil auf gemauerten Viadukten oder im Einschnitt in Tieflage. Zwischen den Stationen Thalia-Straße und Burggasse geht es nach unten. Die Stadtbahn zählt zu den Bauwerken des späten Historismus und frühen Jugendstils. Einige Stationen haben noch den alten Glanz. An der Gumpendorfer Straße ist die Stadtbahn wieder in Hochlage. Unten fährt die BIM. Neben den Stadtbahnbögen ist die Otto-Wagner-Brücke ein markantes Bauwerk. Sie ist Bestandteil der ehemaligen Gürtellinie. Vor dem Bahnhof Längsfeldgasse geht es wieder in den Untergrund. Einst haben sich hier zwei Stadtbahnlinien getroffen. Heute rollen auf einem Teil der ehemaligen Wiental-Linie die Züge der U4. In der Station Längsfeldgasse halten die Züge der U4 und U6 an gemeinsamen Richtungsbahnsteigen. Mit etwas Glück sind auch solche Szenen möglich. U4 und U6 Züge sind zusammen auf dem Weg. Wie wir hörten, hat Wien eines der weltweit größten Straßenbahnnetze. Dazu bedarf es vieler Fahrzeuge. Seit Mitte der 90er Jahre sind die ersten Niederflurwagen unterwegs. Hier der fünfteilige Typ A. Bis 2005 werden 51 Züge des Typs A in Dienst gestellt.
Fast zeitgleich wird der Typ B angeschafft. Er ist siebenteilig, also deutlich länger. Bis 2005 kommen 100 Züge vom Typ B auf die Gleise mit den Wagennummern 601 bis 701. Torbrücke. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Alle Niederflurtypen haben eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km in der Stunde. In der Innenstadt fahren sie aber deutlich langsamer. Im Jahre 2006 gibt es eine neue Version des Typs A. Jetzt klimatisiert und technisch überarbeitet, bezeichnet als A1. 80 Einheiten werden bis 2015 von den fünfteiligen Zügen auf die Gleise gestellt. Am 1. September 2017, dem letzten Betriebstag der Linie 58, rollt der Wagen 73 aus der Schleife an der Endhaltestelle Unter St. Veit. Die Straßenbahn wird hier keineswegs eingestellt. Seit dem 2. September 2017 fährt hier die Linie 60. Auch eine neue siebenteilige Version gibt es, den Typ B1. Auch er ist jetzt klimatisiert und technisch überarbeitet. Hundert Züge werden vom Typ B1 in Dienst gestellt. Sie erhalten die Fahrzeugnummern 702 bis 801. Ein B1-Zug am Hundertwasserhaus. Am Ring, gegenüber der Staatsoper, hat die Badener Bahn ihre Endstelle. Die rund 30 Kilometer lange Strecke bis nach Baden wird von der Wiener Lokalbahn mit straßenbahnähnlichen Fahrzeugen betrieben. Im Wiener Stadtgebiet teilen sich die WLB-Züge die Gleise mit der Tram. Gegenüber den neuen ist der Typ E2 ein Oldie. Bis 2020 sollen die alten von den Gleisen verschwunden sein. Bleiben wird die Vienna Ringtram, ein Zug des Typs E1. Im Halbstundentakt umrundet der gelbe Zug die Innenstadt. Während der Fahrt erhalten die Fahrgäste Infos zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Abfahrt ist am Schwedenplatz.